So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und klauen uns jetzt erstmal das Auto und dann fahren wir mal jagen. Und zwar gehen wir hier jagen. Fünf Kilometer und wir haben nicht mal ein anständiges Auto, was das Ganze natürlich jetzt ein bisschen langweiliger macht, aber egal. Nachdem wir unser Quad ja verloren haben, heute hören wir das da. Was auch immer das für ein Sender ist, ist mir egal, wir hören den und gehen heute jagen. Dem Instinkt des Mannes folgen. Der verfolgt uns, oder? Du hast Pech gehabt. Super. Super, super, super. Ah, jetzt geht's Auto, jetzt geht's besser. Da ist sogar ein Tunnel, Gredo Pass. Am Bread Oak Pass, da war doch irgendwas. Ja. Haben wir das schon? Ist das das hier? Nee. Keine Ahnung, wo das sein soll. Erstmal eine reinhauen. Das ist doch mal wieder schön. Okay, well, come on then. You got yourself into quite a pickle, haven't you, little lady? So. I'm assuming hospital, right? No! No hospitals! Can you take me to Sandy Shores? I got people there who can help me out. Cholo Springs Avenue. Sandy Shores? It's your lucky day. We're virtually neighbors! I assume you've heard of Trevor Phillips Super. Enterprises? What? No, I don't think so. Breaking news. No point introducing you to my friends in the mountains, the state you're in. What? Which friends? Wow, it's just an aging organization in desperate need of some young blood. Another time, perhaps. Hauptsache, jetzt können wir die alte dahin fahren. Another 20 seconds, I'd have had the cops all over me. What the hell happened back there? Don't worry about it, okay? It's not worth it. I'm helping a bleeding girl who won't go to hospital or the cops flee the scene of a dead body. I reckon I deserve some deets here, girlfriend. Just a job that went wrong. Trust me. Don't want to know. Oh, come on. I love hearing about criminal bloopers. Makes me feel so much better about myself.
So you're in the game? You know, it really pains me when people refer to my lifestyle choices as a game. Really undermines all my hard work. Look, we hit a pawn shop, okay? But it was a sting. Cops were waiting for us. Supposed to be an easy job, low risk, 20K each. I was the driver. That's absurd. And not a very good one. Hey, I got us through three roadblocks. We had half of San Andreas law enforcement on our ass. We'd have been home free if that son of a bitch hadn't pulled a blade on me at 100 miles per hour. Spun us off the road. You cross me, put you down. No second chances. Sounds like you need to find a better crew. Considering I got two in custody and the other one dead on the side of Sonora Freeway, I need any crew, period. Why? You know someone? Maybe you should do something about that pile of blood and guts pouring out of you before you go updating your resume. They got nothing to connect me. No real names, no addresses. Left all the money. Way too hot to wash. I'll get myself patched up, lie low at the safe house for a day or two, then see what I can put together. Damn, I don't feel my legs so good. I just wish I could say you're the first person I've watched die today. This is it. Listen, I ain't sure what you're into, but you need a driver anytime, you let me know. Crewmitglied Es geht schon wieder los. Taliana Martinez für Raubüberfall freigeschaltet. Klasse. War gar nicht dumm, dass wir es gemacht haben eigentlich. Also diese kleinen Nebenaktivitäten oder zufälligen Ereignisse oder wie sie heißen, die bringen einem wirklich was. Kann man echt nichts dagegen sagen. Also bei Michael hatten wir ja dasselbe, da war es ja auch so, dass dann mal dass das mal verfügbar dann wurde. Also ein neues Crewmitglied. Also es kann uns schon was bringen, oder es bringt uns auf jeden Fall was. Brauchen wir. Entschuldigung, was ist denn jetzt los? Alter. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wollte ich sagen. Die Dinge bringen einem was. Also wir legen ordentlich Meter zurück, ey. Das ist Hammer. Wir fahren hier einfach nur voll am Limit. Was kostet der? 80.000, wir haben bloß 26. Make it easy on yourself.
7000. Die haben mich nicht mal entdeckt, obwohl ich direkt durch ihr Blickfeld gefahren bin. Geil. Das sind gute Cops. Sehr, sehr cool. Okay, können wir gleich weiterfahren zum C. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, haben einfach mal schnell 8000 verdient. Oder 7900. Wir müssen ja hier genau sein. Sonst weiß es wieder jemand besser. There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Folge Cletus. Cletus. What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them, and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep out of sight. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo, especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Ja, geh den Wapiti. Ich sehe ihn ja nicht mal. Ah, okay, da. Put him down. Ja, ich sehe ihn ja nicht. Kopf hoch. Now be sure about your line. In the head. Trevor, you're colder than a mother-in-law's kiss. All right, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't bleib seen much else hier. Or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle, you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Benutze nach links, um zu rufen. Dadurch werden alle Wappis in der Nähe markiert. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. Ja, geh den Wapiti. Wenn ich ihn sehen würde, wäre das natürlich. Wo ist der? Ach, hier. You got him. Pull the trigger. Shot like a true professional. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Now, remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Should start calling you male coordinator. Okay, da ganz hinten. Good. Same as before, nice and steady.
Ja, geh den Wapiti. Aber nur den männlichen. Schieße nur auf männliche Wapitis. Now lay him in the shade. Barbecued half the steaks already with that one. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me a pic of your next kill, and we'll talk business. Ah, I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Okay, probieren wir es nochmal. Wo ist das Viech? Ich sehe das nicht. Da bin ich wieder einfach mal zu blind. Wo zur Hölle? Ich sehe da nichts. Ach, da hinten, aha, okay. Ist die Frage jetzt, ob der ein Geweih hat oder nicht? Okay, da soll ich dem jetzt ein Bild schicken, ne? Ah, haben wir den in die Galerie gespeichert? Eigentlich hatte ich jetzt gedacht, dass wir es dem schicken. Ja, okay, dann halt nicht. Gut, dann lieber Knarre raus und töten. Nähere dich dem Wapiti-Kadaver. Aha, aha. Ah, jetzt hat sollen wir es fotografieren. Ah, okay. Foto senden. Ein Klitis. Klasse, ich habe ein GPS-Signal und alles. Ich schätze, das könnte klappen. Rufe dich jetzt an. Ich rufe dich an. Ah, jetzt hat er another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now. If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there, and you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Okay. Bestanden. Wind abwärts, ja. Oberer der Herzen, 1 von 3, also 3-mal ins Herz hätte man treffen sollen, haben nur einmal. Okay. Passt trotzdem, Freiwild. Ist eine Band. Kann jetzt bei auf die Jagd, in die Jagdkleidung, wurde in seinem Kleiderschrank deponiert. Sehr nice, sehr nice. Okay, dann muss ich jetzt mal langsam wieder da runter gehen. Mal schauen, was es hier so gibt.
Hat sich aber definitiv gelohnt, war eine coole Mission. Nehmen wir lieber die Kiste. Gut. Wir entdecken immer mehr. Sau cool. Kilometer fahren wir halt geschwind. Someone, he just stole my bag. Help me. It's your unlucky day, my friend. Und zack, ne, wieder mal. Ich hab dir einmal in den Rücken geschossen. Ah, ich hab die schwache. Plus 500. Eigentlich sollte man sie ja behalten, aber. Geben wir sie halt zurück. Weil wir so ein guter Mensch sind. Hallo. Ich sind die aus Marzahn. $50 konnten wir behalten. Was hört man heute? Das da. So, was machen wir als nächstes? Die Trevor-Mission. Mal schauen, was das ist. Und in der heutigen Folge, was machen wir da noch? Nicht mehr allzu viel wahrscheinlich. Wir werden jetzt hier mal rumfahren. Aber ich habe eine Idee, was wir noch machen. Ja, war nicht gut genug. Zwar werden wir mal einkaufen gehen. Ah, Mann. Was hier ist es? Okay. Mal schauen, was der so, was hier so an Klamotten gibt. Müssen wir aber auch erstmal noch zum Friseur gehen. Der kleine Trevor, wie der jetzt aussieht, so geil. Wo ist denn hier der nächste Schafscherer? Hier hinten.
Einfach die Straße umdrehen. Mal dem noch eine neue Frisur verpassen, dann ist er wieder ein neuer Mensch, wie ein neuer Mensch. Harry, kurz. Hallo, hinsetzen. Ach Gott. Nee, sieht es jetzt halt noch am besten aus. Oh nee. Doch so. Sollte uns den Bart machen. Der passt ja ganz gut. Wenn wir nicht immer nur so grimmig schauen würden. Thanks for stopping by. Danke. Ah, stir, you piece of shit! That was entirely your fault! So, gut, dann fahren wir jetzt halt noch zurück. Boah, hätten wir doch lieber unseren Ford behalten. Also, wirklich schnell ist die Kiste nicht. Vielleicht finden wir unterwegs eine, ach, bestimmt. Zeigt also ausgeschaut, als wäre das hier was zum Springen. Wie die Laster rasen. Voll heftig unterwegs. Naja gut. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mal, was ich erzählen soll. Weil es irgendwie nicht so viel zu erzählen gibt. Im Prinzip machen wir heute eh nichts mehr. Was ist da oben? Bahngleise. Eine Stadt. Aha. Möchte wieder auf die Straße, bitte. Sogar Frontriebler. Also mit Frontantrieb. Oh, der wurde überfahren. Boah, ist das Auto lahm. Das ist wirklich langsam. Ich steck. Heute ist schon wieder so eine Fail-Folge, Menschenskinder. Aha. Toll. Können wir Stunden warten, bis hier ein Auto kommt. Mehr dahin ist was.
Bloß bis ich da dort bin, wird es wahrscheinlich schon weg sein, oder? Na super. Hey. Die ist doch tot. Und ich habe einen Kopf erschossen und habe nichts dafür bekommen. Das sagt mir, helfe nie dem Bösen. Ja, Cops, ihr könnt mir ruhig, könnt mich jetzt ruhig in Ruhe lassen. Die lassen mich nicht. Nein. Ah doch, jetzt habe ich sie so gut wie abgehängt. Wow. Lalalalalala. 3 Sterne, es dauert jetzt wieder Jahre, bis das weg ist. Oh, oh, der kommt. Geschafft. Hui. Da war doch noch mal ein Kampf. Da denkt man immer, in der Folge passiert nichts mehr und dann hat man sowas Cooles. Ja, okay, ob das jetzt so cool war. Ich würde es jetzt mal nicht behaupten, aber war was. Ja, es war cool. Alles ist cool. Alles ist cool. Haben wir ja schon festgestellt. Alles, egal wie schlecht es ist cool. Hey, hey, du, Buddy. Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Just give us a ride, man. But of course, you two are a hot mess. I love it. You're a legend, bro. Get in the back, out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. So where can I take you two black belt young lovelies? Altruistenkult bringen, du findest. We stay at the hotel southwest from here. Thank you so much. Ab und zu kann Trevor zufällige Fahrgäste zum Altruistenclub bringen. Wir sollen sie dahin fahren, oder? Fuck, falsche Taste. Zu dem Motel. Wir können sie aber auch einfach dahin bringen. Das versuchen wir in der nächsten Folge einfach mal, weil sonst wird es jetzt hier echt zu lang. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.